Die Story von Jurassic World Dominion ist ja ziemlich bescheuert. Meinen die einen. Die anderen sagen allerdings, ey, ich fand den Film ziemlich geil. Es geht sogar so weit, dass ich teilweise Nachrichten von euch bekommen habe, in denen drin stand, ich finde Jurassic World Dominion ist nach Jurassic Park 1 der beste Teil der gesamten Reihe. Mich persönlich freut das ungemein. Ihr wisst, dass der Film nicht ganz so gut bei mir angekommen ist. Warum ich dieses Video aber eigentlich machen wollte, ist eine Kritik, die auch immer wieder aufflackert. Und das ist nämlich das Thema Dinosaurier als Waffen. Macht das wirklich Sinn? In diesem Video möchte ich euch genau auf diese Frage eine Antwort geben. Viel Spaß damit. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dinosaurier als Waffen scheinen im ersten Moment so richtig doof zu sein. Ich meine, in Jurassic World haben wir bereits den ersten Hinweis darauf bekommen, dass sich die Saga in diese Richtung entwickeln könnte. Wir haben mitbekommen, wie Owen die Velociraptoren, vor allem Blue, zähmen konnte und die mehr oder weniger auf seine Kommandos gehört haben. Jurassic World 2 hat dem Ganzen dann nochmal so die Krone aufgesetzt. Da haben wir zum ersten Mal einen Dinosaurier gesehen oder beziehungsweise einen hybriden Dinosaurier, also ein komplettes Gemisch aus zwei verschiedenen Saurierarten oder noch mehr, der auf Laserpointe reagiert hat, beziehungsweise gab es da eine Waffe, die einen Laserpointer angezeigt hat und danach, wenn man auf Schießen gedrückt hat, kam so ein Sound daraus und der Indoraptor hat dann daraufhin das Ziel angegriffen, welches mit dem Laserpointer markiert wurde. Dieses Konzept haben sie auch in Jurassic World Dominion wieder aufgegriffen, was ich cool fand, weil man kann nicht einfach so Konzepte irgendwie in den Raum schmeißen und dann überhaupt nicht mehr vorbringen. Von daher fand ich das schon cool. Wie gesagt, wie immer, wie bei der gesamten Jurassic World Reihe, meiner Meinung nach, ist die Idee, die Grundidee dahinter gut. Und auch nachvollziehbar im Zusammenhang zu dem, was wir davor gesehen haben. Aber an der Umsetzung hapert es ein bisschen. Wie gesagt, das ist nur meine Meinung, so kam das Ganze eben für mich rüber. Es gibt eine riesige Fanbase von Jurassic World und da will ich überhaupt nichts dagegen sagen. Ich kann das nachvollziehen, kann das auch verstehen. Bei mir hat es eben nicht so funktioniert. Machen Dinosaurier als Waffen jetzt aber Sinn? Ich sag euch ganz klar, ja. Und die Antwort sollte für die meisten von euch auch irgendwo nachvollziehbar sein. Ich meine, ihr habt mir irgendwann mal auch in die Kommentare geschrieben, nur Dinosaurier als Waffen ist ja eigentlich totaler Quatsch, weil wenn dann hier ein T-Rex steht und da ist ein Panzer und der Panzer schießt auf den T-Rex, ist der T-Rex tot. Das ist richtig, aber so funktioniert Krieg einfach nicht. Der T-Rex ist mitunter auch vielleicht ein Beispiel dafür, welcher Saurier nicht unbedingt dafür geeignet wäre, in einem Kriegsfall eingesetzt zu werden. Ich meine, immerhin sieht der T-Rex aus den Filmen nichts, wenn man sich eben nicht bewegt. Das ist vielleicht nicht das Optimale. Aber nehmen wir jetzt einfach mal das, was wir auch in den Filmen gesehen haben, nämlich die Velociraptoren. Meiner Meinung nach, und ich bin wirklich kein Kriegsexperte, machen Velociraptoren als Waffen definitiv Sinn. Warum? Ist eigentlich relativ simpel. Im Film sehen wir, dass diese Laserpointer direkt Personen anzielen. Das heißt, die Velociraptoren oder in diesem Fall eben die Archaeoraptoren aus dem Film Jurassic World Dominion greifen nur die Personen an, die auch wirklich markiert sind. Das hätte in unserer realen Welt zum Beispiel den Vorteil, dass Unschuldige komplett verschont werden. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel irgendwelche Drohnen, mit denen ganze Konvois ausgeschaltet werden. Wir kennen diese Bilder und Szenarien, zum Beispiel aus dem Afghanistan-Krieg, ohne jetzt hier ein Fass aufzumachen, aber auch hier wissen wir, dass es viele zivile Opfer gegeben hat. Ein Velociraptor könnte zum Beispiel gezielte Personen ausschalten. Man könnte sogar so weit gehen und dem Raptor beibringen, dass er die Person nicht unbedingt tötet. Ich meine, wir haben gesehen, dass diese Velociraptoren gezähmt werden können. Jurassic World Camp Kreidezeit, wie ich es immer nenne, oder Neue Abenteuer, also diese Animationsserie, geht jetzt eben noch einen Schritt weiter und zeigt uns mit Staffel 5 anscheinend, wie man Dinosaurier nahezu fernsteuern kann. Nochmal, das macht nicht bei allen Sauriern wirklich Sinn. Aber ich bin der Meinung, dass gerade bei Häuserkämpfen oder beim gezielten Ausschalten von bestimmten Personen machen Velociraptoren als Beispiel extrem viel Sinn. Ebenso könnte man die Pteranodon dazu benutzen, wie man es auch schon in Jurassic World Dominion gesehen hat, um einen kompletten Luftraum abzusperren und quasi eine komplette Kuppel zu errichten über einer Stadt, einem Dorf, einem Land, wie auch immer, um sich eben vor anderen Angriffen zu verteidigen. Versteht mich hiermit nicht falsch, Krieg ist immer scheiße. Ich gehe hiermit nur auf die Frage ein, ob es irgendwo Sinn machen würde, Velociraptoren oder generell Dinosaurier als Kriegswaffen zu benutzen. Schauen wir uns doch mal unsere Realität an. Was haben wir eigentlich für Tiere in der Kriegsführung? Ich nenne hier nur mal ein paar Beispiele. Die Kriegselefanten von früher, gerade eben aus dem Mittelalter, müssten die meisten eigentlich von uns kennen. Heutzutage im Jahr 2022 haben wir im Krieg zum Beispiel auch noch Hunde, Delfine, Affen oder Schlangen. Ja, das ist kein Scheiß. Wir benutzen Delfine und auch Schlangen als Kriegsmittel.
Zum Teil gibt es sogar Berichte darüber, dass Ratten als Träger von Seuchen und Epidemien in bestimmte Länder eingeschleust werden könnten. Also diese Idee, die haben wir schon längst. Der Mensch ist einfach ein extrem gestörtes Individuum. Wenn wir jetzt mal in die Richtung Jurassic Park und Jurassic World gehen, in das Franchise, das wir nun aktuell haben mit Dominion, also an dem Standpunkt, wo wir mit Dominion sind, nehmen wir einfach mal ein ganz abgefahrenes Beispiel. Wir nehmen das Genom eines Dilophosaurus, verändern es aber so, dass der Speichel oder eben das Gift, das der Dilophosaurus ausspuckt, auf bestimmten Kameras erkennbar ist. Somit könnte der Dilophosaurus bestimmte Ziele markieren. Tiere passen sich nun einfach einmal der Umgebung wesentlich besser an und können zum Teil auch wesentlich unauffälliger agieren als jetzt ein Panzer, der durch die ganze Steppe durchrollt oder ähnliche Gerätschaften. Ich verstehe eure Argumentation da auf jeden Fall sehr gut, aber hier geht es mehr um Zerstörungskraft. Klar, ein Panzer hat unfassbar viel Zerstörungskraft, auch eine Atombombe. Ey, wie soll das ein Saurier toppen? Und bei allem, was an Jurassic World Dominion rumgemeckert wird, auch die Heuschreckenplage. Diese Heuschrecken wären einfach ein ultimatives Kampfmittel in so einem Krieg, weil sie einfach die kompletten Ressourcen ausrotten konnten. Zumindest was nahrungstechnische Ressourcen angeht. Eine komplett gezähmte Kreatur wie der Indominus Rex oder eben auch der Indoraptor. Eine Kreatur, die sich komplett tarnen kann, die unauffällig ist. Ich meine, wir sehen im allerersten Jurassic World Film, was der Indominus Rex wirklich anrichten kann. Ihn sieht ja keiner, er ist quasi unsichtbar. Von daher könnte man diese Kreaturen eben auch weiter manipulieren, was das Genmaterial angeht, dass sie sich eben tarnen könnten und irgendwie unauffällig in bestimmte Gebiete einschleichen könnten. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es bei dieser Grundidee von Jurassic World, Dinosaurier als Waffen zu benutzen, immer darum geht, so wenig menschliche Verluste wie möglich zu generieren. Das wird sogar in Jurassic World 1 gesagt. Von daher finde ich diese Kritik an Jurassic World generell, Dinosaurier als Waffen macht gar keinen Sinn, weil nochmal da Panzer, da T-Rex, boom, T-Rex tot, ist einfach eine sehr doofe Kritik. Wenn es darum geht, so wenig menschliche Verluste wie möglich zu haben, dann macht es sogar einfach Sinn, eine Reihe von Stegosauriern als Wand für irgendetwas zu benutzen und die einfach nur abknallen zu lassen. Und nochmal, um auf das Thema Ratten, die irgendwie Krankheiten oder irgendetwas in einem Land verbreiten, zurückzukommen. Das gleiche Szenario könnte man auch auf die kleinen Kompis überwälzen oder generell auf andere Dinosaurier, die dann eben diese Krankheiten weiter verbreiten. Meiner Meinung nach würde ich diese Kritik, Saurier als Waffen zu benutzen, ist kompletter Schwachsinn, irgendwie als ungültig deklarieren, weil es einfach doch Sinn macht, aus dem Grund, weil wir es wirklich machen. Ich habe vorhin übrigens auch die Delfine angesprochen. Ja, wir haben wirklich Delfine im Kriegseinsatz. Solche Kampfdelfine werden zum Beispiel von Russland eingesetzt, um bestimmte U-Boote ausfindig zu machen oder eben um Kampftaucher abzuwehren. Aus dem Roman von Michael Crichton, also aus dem Jurassic Park Roman, wissen wir auch, dass die meisten Dinosaurier, zum Beispiel eben auch die Kompis, ein Gift im Speichel haben, was den Feind lähmt. In einem Eroberungsszenario könnte genau das den entscheidenden Vorteil bringen. Noch dazu sind, als Beispiel jetzt wieder Velociraptor, oder auch Archiraptoren oder eben auch der Pyroraptor sind wesentlich agiler und schneller als manch große Waffen, die wir jetzt heute haben, wie die von euch so oft genannten Panzer. Ich mache dieses Video aus dem Grund, weil eben so häufig diese Kritik aufgetaucht ist, Saurier als Waffen macht gar keinen Sinn. Ich glaube doch, wir würden das wirklich machen. Wenn wir die Möglichkeit hätten, Saurier zu erschaffen, würden wir Saurier früher oder später doch dazu benutzen, um sie irgendwie ins Militär reinzuklatschen. Vielleicht nicht in dem Ausmaß wie in den Filmen, aber dennoch, wie gesagt, wir haben Affen und Delfine in bestimmten Kriegsszenarien, die darauf abgerichtet werden, im Falle eines Krieges bestimmte Aufgaben zu erledigen. Das gibt es jetzt schon. Ich habe euch mal ein paar Links in die Beschreibung unten reingesetzt, wo ihr wirklich mal nachlesen könnt, was es denn alles für gestörte Waffen auf Tierbasis gibt, die wir Menschen wirklich benutzen. Lest die Berichte wirklich mal nach und nach durch und schreibt mir dann in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Glaubt ihr jetzt immer noch, dass es so unwahrscheinlich wäre, dass Dinosaurier als Waffen Sinn ergeben würden? Meiner Meinung nach würden die definitiv Sinn ergeben. Nur Jurassic World Dominion macht es eben auch wie seine Vorgänger. Es spricht ein Thema an, was eigentlich sehr relevant ist und irgendwie auch nachvollziehbar ist im Zusammenhang zu den anderen Filmen. Aber die Umsetzung ist halt wirklich 0815 lieblos dahingerotzt. Ich bin sehr auf eure Meinung gespannt. Ich freue mich drauf, eure Kommentare darüber zu lesen. Und bin jetzt auch schon wieder raus mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.